Die eine Frau kauft sich einen billigen Schaft und schraubt den selber im Wohnzimmer zusammen. Es geht nicht lang, fährt das Rämmli unten durch, ist geschädert und macht und tut, und der Schaft geht völlig wieder in sich zusammen. Die Frau, was macht sie? Nimmt den Schraubenzieher wieder vor, schraubt das Ding wieder so gut, wie es geht, zusammen. Und was passiert? Das nächste Rämmli kommt, ist geschädert und tut, was passiert? Der Schaft geht schon wieder zusammen. Er schaut sie zum Fenster auf, sieht gerade einen jungen Mann da unten stehen, hat sie gesagt, könnten wir heute helfen? Dann ist er hochgekommen, dann haben sie den Schaft zusammengeschraubt. Dann hat er gesagt, weißt du, jetzt hat er einen guten Plan. Wir nehmen eine Taschenlampe, stehen in den Schaft rein. Wenn das nächste Tremli kommt, dann sieht er, an was das eventuell könnte liegen. Super, der Schaft ist zusammengeschraubt, dann geht er in den Schaft mit der Taschenlampe. Wie es der Zufall will, kommt der Mann heim, sieht den Schaft, denkt, oh, da stimmt etwas nicht, geht her, macht den Schaft auf, machst du da drinnen? Ja, du, ob du es glaubst oder nicht, aber ich warte auf das Tremli. In diesem Sinne wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende. Villa Casa, euer Makler für Wohneigentum. Mein Name ist Markus Gerber.